römischen Frauen, um sie in die Sklaverei zu verkaufen. Die Goten tauchen plötzlich auf. Sie sind eine gut organisierte Truppe. Ihr König befiehlt keinen kleinen Haufen, sondern eine große Armee mit tausenden Kriegern. Das unterscheidet ihn von den früheren germanischen Eindringlingen in der Region. Es wird eine Zeit des Schreckens. Cniva kann Philippopolis belagern und nimmt es schließlich ein. Nach einer Quelle werden dabei mehr als 100.000 Menschen getötet. Trotz dieser Schlacht findet Cniva innerhalb der Stadtmauern einen unverhofften Verbündeten. Titus Iulius Priscus ist ein ehrgeiziger römischer Statthalter, der gerne Kaiser werden möchte. Cniva verlockt Priscus zu einem verräterischen Pakt. Er erlaubt Cniva, in Philippopolis einzumarschieren, und dieser unterstützt ihn dafür gegen einen gemeinsamen Feind, Kaiser Decius. Priscus und Cniva verfolgen das Ziel, den Kaiser zu stürzen. Priscus von innen, Cniva von außen. Priscus geht auf das schmutzige Angebot ein. Er sagt, ich werde dir meine Leute ausliefern, wenn du mir versprichst, diejenigen zu beseitigen, die den Kaiser unterstützen. Cniva war einverstanden. Die zwei Führer besiegeln den Handel mit einer gemeinsamen Feier für Barbaren und Römer. Priscus und Cniva führen eine Opferzeremonie durch und schwören sich durch ein Trankopfer mit Wein bei den Göttern ihre Treue. Garantiert durch die Drohung göttlicher Strafen. In diesem Fall log Cniva. Priscus muss schnell erfahren, dass alles nur eine List ist. Die Goten decken sich mit Vorräten und Gefangenen ein und vernichten den Rest. Nachdem die Goten Philippopolis geplündert und verwüstet haben, verfolgt sie Kaiser Decius nach Norden, nach Abritus in Mösien. In ihrem Lager bei Abritus beten Decius, sein Sohn Herennius und die Priester der Legion zu ihren Göttern. Sie sollen den Sieg sicherstellen. Decius weiß, dass dies ein Entscheidungskampf werden wird. Daher tut er, was man von ihm erwartet, um die Gunst der Götter zu gewinnen. Er opfert. Der Rauch steigt, soweit man sehen kann, von den Altären in den Himmel. Niemand kann daran zweifeln, dass Decius alles getan hat, um diesen Kampf zu gewinnen. Jordanes schreibt in seiner Chronik im 6. Jahrhundert über diesen Ort, nahe der heutigen bulgarischen Stadt Razgard. Bis heute wird dieser Ort der Altar des Decius genannt, denn hier hat er vor der Schlacht seinen Götzen unglaubliche Opfer gebracht. Um die Herrschaft Roms wieder zu festigen, muss er die Goten über die Donau zurücktreiben. Schließlich kommt es im Jahr 251 zwischen Römern und Goten zur Schlacht von Abritus. Das Gebiet ist feucht und für die hochorganisierte römische Armee ungünstig. Sie zögert, gegen den Feind vorzugehen. Decius glaubt, dass er Cniva hier endgültig vernichten kann. Doch Cniva gelingt es, ihn mit Truppen, die er in den Sümpfen versteckt hat, zu überraschen und auszumanövrieren. Das Schlachtfeld ist für die Kampfweise der Römer ungeeignet. Die Goten überwältigen schon bald die Armee des Decius. Jordanes erzählt von ihren großen Verlusten. In der folgenden Schlacht wird Herennius, der Sohn des Decius, schnell von einem Pfeil der Goten durchbohrt und getötet.
Als sein Sohn Herennius Etruscus durch einen Pfeil auf dem Schlachtfeld getötet wird, bricht Decius nicht zusammen. Stattdessen ruft er: Keiner soll sich fürchten. Der Tod eines Soldaten ist kein Verlust für den Staat. So, als würde ihm das nichts ausmachen. Decius springt vom Pferd und wirft sich wild in die Schlacht. Doch die Götter beschützen ihn nicht. Der byzantinische Gelehrte Zosimos schreibt im 6. Jahrhundert: Decius und seine Armee standen so unter Beschuss durch die Barbaren, dass keiner mit dem Leben davonkam. So endete das Leben des hervorragenden Kaisers Decius. Decius ist der erste Kaiser der römischen Geschichte, der durch eine Armee der Barbaren getötet wird. Das war zu einer Zeit, als das Römische Reich in den Augen seiner Bewohner außer Kontrolle geraten zu schien. Unter diesen Umständen einen Kaiser wie Decius, der als sehr erfolgreich galt, zu verlieren, hatte weitreichende Auswirkungen. Das muss viel dazu beigetragen haben, dass die Römer das Gefühl der Sicherheit verloren. Manche behaupten, die Leiche des Kaisers sei nie gefunden worden. Doch der christliche Chronist Lactanius beschreibt im 4. Jahrhundert das Ende des Decius. Ausgezogen und nackt lag er da, um von wilden Tieren und Vögeln aufgefressen zu werden. Ein passendes Ende für den Feind Gottes. Unterdessen hat in Rom die Pest ihr höchstes Opfer gefordert. Hostilian, der Erbe Decius, wird von ihr kurz nach dem Tod seines Vaters niedergestreckt. Der Tod eines Kaisers und seiner Söhne waren Zeichen, dass die Gunst der Götter verloren gegangen war. Die Römer waren sehr nervös. Wie sollten sie das Wohlwollen der Götter wiedererlangen? Mit dem Tod von Kaiser Decius und seinen Söhnen verschlimmert sich die Krise des 3. Jahrhunderts noch. In Gallien revoltieren Heerführer. Barbaren greifen weiterhin die nördlichen Grenzen des Reichs an. Und der persische König Sapor I. erobert im Osten einige Gebiete. Dennoch breitet sich das Christentum weiter aus. Trotz einer zunehmenden Verfolgung. Die Verfolgung unter Decius war ein Fehlschlag. In den folgenden Jahrzehnten gibt es nur noch einmal eine Verfolgung. Und dann kann die christliche Kirche über 40 Jahre lang in aller Ruhe wachsen. Über 100 Jahre später, im Jahr 380, wird das Christentum zur offiziellen Staatsreligion des Römischen Reichs. Für den Chronisten Eusebius aus Caesarea ist dies die Belohnung für den starken Glauben und Mut. Jeder, der die Ereignisse der Geschichte erforschen wird, wird sehen, dass all die Aufrechten und Rechtschaffenen die süße Frucht des Erfolges gekostet haben. Unter Kaiser Decius spaltet sich das Reich an der Frage der Religion. In den schweren Zeiten von Gewalt und Pest wandten sich Römer gegen Römer. Ohne innere Einheit waren die Grenzen Roms offen für die größten und gefürchtetsten Feinde des Reichs.